Alumni ist an uns herangetreten und hat eben gesagt, dass er diese Idee hat, diesen Kurs Perspektiven zu entwickeln. Ich fand die Idee sehr spannend, weil wir an unserer Einrichtung auch eine Reihe von Behinderten haben und wir da so ein bisschen die Problematik auch gesehen haben. Und von den Inhalten sah ich eben, dass der Schwerpunkt im Bereich der Selbstkompetenzen liegt. Und das, dachte ich, passt bei uns sehr gut ins Programm. Das zentrale Element war ein Nachmittag im Rollstuhl. Wir haben Rollstühle bekommen von Otto Bock, die haben die uns gestellt. Und wir hatten eigentlich die Möglichkeit, dass jeder Studierende eine gewisse Zeit, nicht nur eine halbe Stunde, sondern auch wirklich mal so, dass es vielleicht auch unangenehm oder belastend sein könnte, in diesen Rollstuhl zu verbringen und Mensa, Café, Innenstadt oder auch zu Hause zu erleben, wie es mit dem Rollstuhl aussieht. Perspektivwechsel, dass wir dann vielleicht einfach mal uns in die Situation von Rollstuhlfahrern und Fahrerinnen versetzen, um mal zu sehen, wie erleben die so den Alltag und ja, was für Schwierigkeiten gibt es da. Ja, so generell überhaupt erstmal die Erfahrung, nicht aufstehen zu können, wann man es möchte. Und ich hätte auch erwartet, dass das generell, wenn man jetzt so ein Buch aus einem Regal holen soll oder so, dass man so den Impuls hat, erstmal aufzustehen. Oder wenn man dann mit dem Rollstuhl vor eine Bordsteinkante fährt zum Beispiel, dass man dann auch den Impuls hat, die Beine erstmal auszustrecken. Man unterschätzt es oder man sieht es einfach nicht, wenn es einen nicht betrifft, ne? Und da gibt es doch echt vieles, was noch verändert werden muss. Es lag dann nahe, dass wir über die Sehbeeinträchtigung arbeiten. Wir haben mit Simulationsbrillen gearbeitet zur Einführung. Wir haben aber auch Yoga im Dunkeln gemacht. Also beim Yoga im Dunkeln, da ist mir aufgefallen, der Gleichgewichtssinn, der lässt einen erstmal völlig im Stich, weil, naja, ne? Wenn man es nicht gewohnt ist. Schwimmhalle gegangen und haben da im Dunkeln ja mal das Element Wasser erlebt, weil da ja auch die Koordinationssinne völlig andere sind. Oder waren auch im Kanu im Dunkeln und haben gesehen, dass wir ziemlich aufgeschmissen sind, wenn wir keine anderen Reize aufnehmen können, wenn wir in einem Kanu sitzen. Es war eigentlich fast unmöglich, geradeaus zu schwimmen. Immer war da auf einmal eine Wand im Weg und das hätte ich nicht erwartet. Also wenn man so versucht, sich zu orientieren, weiß nicht, zum Beispiel an diesen Wasserabläufen, an den Geräuschen oder so, es geht nicht. Ziel des Kurses war es, eine Reflexion in der Einstellung zu Behinderten oder auch zu anderen Personengruppen grundsätzlich zu erreichen bei den Lernenden. Das heißt, dass sie selbst sich mal in die Position einer anderen Person versetzen, in dem Fall konkret jetzt in der Situation eines Behinderten, aber von da auch dann ausgehend auch in andere Personengruppen sich das dazu übertragen. Das heißt, dass man seine persönlichen Einstellungen mal und mit anderen Augen sieht und vielleicht auch anders auf die Welt zugeht. Ich denke, ich sehe mehr Barrieren jetzt, die ich vorher nicht gesehen habe. Was mir auch aufgefallen ist, ich sehe auf einmal überall Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen. Ja, und ich denke nach wie vor einfach so diese Intention, Dinge zu verändern. Also generell gehe ich ja sowieso mit meinem Studium auch in die Richtung zur Behindertenpolitik und so. Und der Wunsch, der ist eigentlich nur größer geworden. Generell war das Feedback positiv und bestärkt uns auch in der Idee, das fortzuführen, dass wir das im nächsten Semester oder im nächsten Jahr nochmal machen und nochmal anbieten möchten.